Berlin. Mein Name ist Anno Lager, ich komme aus München und Wissenschaft ist sexy. Das möchte ich euch anhand Cascadia zeigen. Ist Cascadia Fakt oder Fiktion? Das ist mein Bachelor-Thema. Wie wir hier sehen, sehen wir die Flagge Cascadias. In der Mitte, das ist die Douglas-Fichte. Das ist eine Baumart, die sehr vorhanden ist in der Region Cascadia. Das ist also Cascadia. Es umfasst die Nordwestregion der USA sowie den Südwesten Kanadas. Genauer gesagt ist Cascadia zusammengesetzt aus British Columbia oder BC, aus Oregon und Washington. In diesem Gebiet befinden sich drei wichtige Metropolen: Vancouver, Seattle und Portland. Cascadia ist auch eine Salmon Nation, okay, also eine Fischernation. Nun gut, in der Region ist sehr der Lachs vorhanden und der Fischfang ist einer der größten Wirtschaften der Region. Daher ist Cascadia eine Fischernation. Schauen wir mal weiter. Cascadia ist auch eine Ökonation. Vor 30 Jahren hat Ernst Kallenbach ein Buch über dieses Thema geschrieben. Und er hatte eine Vision von einer unabhängigen Region, nämlich Ecotopia, so hat er Cascadia benannt, in der die Menschen eine Nullwachstumswirtschaft verfolgen, die lediglich auf ökologischen Prinzipien beruht. Somit müssen die Bewohner Cascadias erstmal monatelang im Wald verbringen, Holz abhacken, falls sie vorhaben, ein Haus zu bauen. Denn sie müssen ja spüren, wie viel Arbeit das macht. Nicht einfach mit dem Finger schnipsen und schon ist das Haus da. Die Verbrennungsmotoren in dieser Region sind auch verboten. Und Ernst Kallenbach hat gesagt, wir wirtschaften viel zu viel. Die 40-Stunden-Woche, Arbeitswoche, wurde also reduziert auf 20 Stunden. Apropos Wirtschaft. Hier sehen wir ein Beispiel der Wirtschaftsnation. Cascadia. Ein Beispiel dafür ist die Bekleidungsindustrie. Wir sehen hier, es gibt Turnschuhe Cascadias, es gibt auch einen Pulli. Cascadia ist also auch eine Wirtschaftsnation. Okay, schauen wir mal weiter. Cascadia ist auch eine sehr attraktive Nation. Die demografische Anteil der Bevölkerung ist in den letzten Jahren sehr gestiegen. Es hat jetzt nun 15 Millionen Einwohner und das ist nun größer als das Ballungsgebiet Washington DCs oder Bostons. Weiter. Cascadia ist auch eine separatistische Nation. Wow, die haben einen eigenen Pass, die haben eine eigene Briefmarke und eine eigene Währung. Die Leute setzen sich hier so ganz schön dafür ein, eine unabhängige Region, eine Ökoregion zu schaffen, wo ein wichtiges Prinzip herrscht, nämlich nachhaltiges Wirtschaften. Das alles ist also Cascadia. Hä? Wieso haben wir eigentlich nie davon gehört? Das hört sich ja an wie ein revolutionäres Gebiet. Ich meine, die haben einen eigenen Pass, eine eigene Währung, eine eigene Briefmarke. Komisch. Schauen wir uns doch nochmal die Untersuchung von Anfang an. Okay, hier haben wir also drei verschiedene kartografische Darstellungen von Cascadia. Das alles ist Groß-Cascadia. Dieser etwas dunklere Gebiet ist Mittel-Cascadia. Und dieses kleine hier ist Klein-Cascadia. Okay, es gibt also drei verschiedene Karten für eine Nation. Welche Nation hat es denn? Cascadia ist somit keine Nation. Es ist eine Fiktion. Schauen wir mal weiter. Wer sich unter Cascadia ein nettes Fischerdörfchen vorstellt mit ganz vielen Fischerbooten, der ist an der falschen Adresse. Cascadias Häfen sehen nämlich so aus. Richtig, Frachthäfen. Die betreiben nur Handel und Tourismus. Die Fischernation Cascadia ist somit eine Fiktion. Okay, ich dachte, wir sind in einer Ökonation. Naja, wenn wir uns das hier mal genau anschauen, die Touristen, die Cascadia bereisen, stoßen auf ganz viel schöner, unberührter Natur. Tja, nur wenn sie am Boden bleiben. Aus der Luft sieht es so aus. Diese Strips werden nämlich Beauty Strips genannt. Man denkt sich also, oh, lassen wir die Touristen im Irrglauben, dass hier ganz viel Baum herrscht. Ja, nicht, dass sie das sehen, nämlich die Wahrheit. Wie viel Kahlschlag
betrieben wird, denn Kahlschlag ist ja unattraktiv. Die Ökonation Cascadia ist somit eine Fiktion. Okay, jetzt haben wir gesagt, wir haben eine Wirtschaftsnation. Nun, wir haben hier auf der amerikanischen Seite Boeing, Amazon, Starbucks und Microsoft. Vier große, dicke Tiere im ökonomischen Bereich, also vier Multikonzerne und internationale Unternehmen. Was haben wir denn auf der kanadischen Seite? Aha, Filmindustrie, Service, Dienstleistung. Naja, nicht gerade viel. Die Wirtschaftsnation Cascadia ist somit eine Fiktion. Okay, alles Fiktion bis jetzt. Schauen wir mal weiter. Genau, wir hatten gesagt, dass Cascadia eine attraktive Nation ist, weil 15 Millionen Menschen auf diesem kleinen Raum leben, also relativ kleinen Raum leben. Ne? Naja gut, aber die Zahl an sich macht ja nicht eine Zusammengehörigkeit aus. Ich meine, wenn wir uns ein Fußballstadion anschauen, da passen so in etwa 100.000 Leute rein und die jubeln alle für eine Mannschaft. Das können wir ja nicht lesen daraus, dass die alle für die eine Mannschaft jubeln. Deshalb, die Zahl allein sagt nicht viel aus über eine Nation. Somit ist die attraktive Nation Cascadia auch eine Fiktion. Ist Cascadia denn wenigstens separatistisch, jetzt wo wir alles ausgeschlossen haben? Nun, 1941 haben sich bewaffnete Aktivisten an den Highway 99 gestellt und haben gesagt, hey, wir möchten Wegzoll und eine unabhängige Region Cascadia, wir möchten endlich unabhängig werden und eine Ökoregion werden. Das ist ein etwas aktuelleres Bild von einem Aufmarsch. Nun gut, Aufmärsche gibt es ja auf der ganzen Welt. Wir haben auch welche, aber die halten sich relativ in Grenzen und separatistische Bewegungen sind ja eigentlich okay, ne? Solange sie friedlich sind. Somit ist die separatistische Nation Cascadia auch eine Fiktion. Oh Gott, was bleibt denn da übrig? Ups. Ist Cascadia denn wenigstens die ist Cascadia das Fischer-Öko-Wunderland, was wir jetzt also von Anfang an angenommen haben? Naja, wenn wir uns dieses Plakat hier anschauen, das sieht aus wie ein sehr idyllisches Reich oder eine Region voller schöner Natur und Wasserfälle. Das ist eine Werbekampagne von Tourismusverbänden, die Leute anziehen wollten, Touristen. Naja gut, jetzt wissen wir, worum es geht. Brauchen wir uns nicht anlügen. Cash, money makes the world go round. That's how the cookie crumbles, right? Ja, leider gibt es diese ganzen Marketingkampagnen nur, um Leute anzuziehen. Cascadia ist in Wahrheit eine Tourismus-Wonderland. Ein Tourismus-Wonderland. Und es bleibt eigentlich nur ein Konstrukt, um viele, viele Menschen anzuziehen. Dankeschön.